Du behauptest, ich sei ein Deutscher oder, Klammer, schon wieder mal, ein russischer Spion. Du ließest mich ins Gefängnis sperren, aber es hat sich gelohnt, denn ich konnte sehen, wie du meinem Verhör so dasaßt, wie du bei meinem Verhör so dasaßt und über rot wurdest. Ich bedauerte dich, kleiner Staatsdiener, denn du machtest eine so jämmerliche Figur. Und deine Geheimagenten sprachen überhaupt nicht gut von dir, als sie mein Haus nach Spionagematerial durchsuchten. Später traf ich dich wieder. Diesmal warst du ein kleiner Richter in New York. Noch immer hatte sich dein Wunsch nach einem höheren Posten nicht erfüllt. Du verklagtest mich, weil ich Bücher von Lenin und Trotzki in meiner Bibliothek hatte. Du hattest keine Ahnung, wofür eine Bibliothek da ist. Ich sagte dir, dass auch Hitler, Buddha, Jesua, Goethe, Napoleon und Casanova unter meinen Büchern sind. Denn, so sagte ich dir, um die Gefühlspest zu verstehen, muss man sie von allen Seiten sehr genau kennen. Das war dir neu, kleiner Richter. Ins Gefängnis mit ihm. Er ist ein Faschist. Er verachtet das Volk. Du bist nicht das Volk, kleiner Richter. Du verachtest das Volk, denn du vertrittst nicht seine Rechte, sondern arbeitest für deine Karriere. Auch das haben dir viele große Männer gesagt. Doch du hast sie natürlich nie gelesen. Ich habe Achtung vor den Leuten, wenn ich mich der großen Gefahr aussetze, ihnen die Wahrheit zu sagen. Ich könnte mit dir Bridge spielen und dir Witze erzählen, doch ich sitze nicht am selben Tisch mit dir. Denn du bist ein armseliger Advokat der Bill of Rights. Er ist Trotzkist, sperrt ihn ein. Er hetzt das Volk auf, der rote Hund. Ich verhetze das Volk nicht, wohl aber rüttle ich dein Selbstvertrauen, deine Menschlichkeit auf. Und das kannst du nicht vertragen. Denn du willst nur Wählerstimmen haben und befördert werden. Du möchtest Richter am obersten Gerichtshof sein oder Führer aller Proletarier. Deine Gerechtigkeit und deine Führermentalität bringen die Welt an den Galgen. Was hast du mit Wilson gemacht, dieser großen, warmherzigen Persönlichkeit? Für dich, den Volksrichter, war er ein Träumer, ein angemaßter Führer aller Proletarier. Für dich war er ein Volksausbeuter. Du hast ihn ermordet, kleiner Mann. Mir deiner Trägheit, deinem leeren Geschwätz, deiner Furcht vor der eigenen Hoffnung. Beinahe hättest du auch mich umgebracht, kleiner Mann. Erinnerst du dich an mein Laboratorium vor 10 Jahren? Du warst technischer Assistent. Damals hattest du keine Arbeit und warst mir als hervorragender Sozialist Mitglied einer Regierungspartei empfohlen worden. Du bekamst ein gutes Gehalt und warst im wahrsten Sinne des Wortes frei. Ich zog dich zu allen Beratungen heran, denn ich glaubte an dich und deine Mission. Erinnerst du dich, was damals passierte? Die Freiheit stieg dir zu Kopf. Tagelang sah ich dich nicht mit der Pfeife im Mund untätig umhergehen. Tagelang sah ich dich mit der Pfeife im Mund untätig umhergehen. Ich verstand nicht, warum du nicht arbeitetest. Wenn ich morgens ins Labor kam, wartetest du schon herausfordernd auf mich, damit ich dich zuerst begrüße. Ich grüße die Leute gerne zuerst, kleiner Mann, aber wenn man das von mir erwartet, macht mich das ärgerlich, weil ich dann deiner Meinung nach dein Vorgesetzter und Boss bin. Ich ließ dich ein paar Tage deine Freiheit missbrauchen. Dann hatte ich eine Unterredung mit dir. Mit Tränen in den Augen gabst du zu, nicht zu wissen, was du mit dieser neuen Herrschaftsform anfangen sollst. Du warst nicht an Freiheit gewöhnt. In deiner früheren Position war es dir nicht gestattet, in Anwesenheit deines Chefs zu rauchen. Du solltest nur sprechen, wenn dich jemand ansprach. Du möchte gern Führer aller Proletarier. Als du nun aber wirklich frei warst, benahmst du dich unverschämt und herausfordernd.
Ich verstand dich und setzte dich nicht an die Luft. Dann hast du gekündigt und einem enthaltsamen Gerichtspsychiater von meinen Experimenten erzählt. Du warst der geheime Informant, einer der Heuchler und Anstifter, die die Zeitungskampagne gegen mich in Gang brachten. So bist du, kleiner Mann, wenn du Freiheit genießt. Gegen deine Absichten brachte deine Kampagne meine Arbeit um 10 Jahre weiter. So verlasse ich dich, kleiner Mann. Ich will nicht länger für dich arbeiten und ich möchte nicht aus Sorge für dich langsam zu Tode gequält werden. Du kannst mir nicht in die Weiten folgen, in die ich mich bewege. Du wärst entsetzt, hättest du nur die leiseste Ahnung, was dich in der Zukunft erwartet. Denn du wirst die Herrschaft über die Welt antreten. Meine einsamen Vorstöße sind Teil deiner Zukunft. Aber bis heute möchte ich dich nicht zum Reisegefährten haben. Als solcher bist du nur in den Kneipen harmlos, nicht dort, wo ich gehe. Nieder mit ihm! Er verhöhnt die Zivilisation, die ich, der Mann auf der Straße, aufgebaut habe. Ich bin ein freier Mann in einer freiheitlichen Demokratie. Hurra! Du bist nichts, kleiner Mann. Überhaupt nichts. Nicht du hast diese Zivilisation aufgebaut, sondern eine Handvoll deiner ehrbaren Herren. Du hast gar keine Ahnung, was du baust, selbst wenn du einen entsprechenden Beruf ausübst. Und wenn dich jemand auffordert, für das Gebäude Verantwortung zu übernehmen, nennst du ihn einen Verräter des Proletariats und rennst zum Vater aller Proletarier, der dich zu so etwas nicht auffordert. Genauso wenig bist du frei, kleiner Mann. Du weißt überhaupt nicht, was Freiheit ist. Du würdest nicht wissen, wie du in der Freiheit leben solltest. Wer hat der emotionalen Plage in Europa zum Sieg verholfen? Du, kleiner Mann. Und in Amerika? Denk an Wilson. Hört nur, er beschuldigt mich, den kleinen Mann. Wer bin ich? Welche Macht habe ich, den Präsidenten der Vereinigten Staaten zu beeinflussen? Ich tue meine Pflicht, ich mache, was mir mein Boss sagt, ich mische mich nicht in hohe Politik ein. Und wenn du Tausende von Männern, Frauen und Kindern in die Gaskammern schleppst, dann tust du ebenfalls genau das, was man dir befohlen hat. Ist es das, was du sagen willst, kleiner Mann? Du bist so arglos, dass du nicht einmal weißt, was vor sich geht. Du bist nur ein armer Teufel, der nichts zu sagen hat, ohne eigene Meinung. Und wer bist du ohnehin, dass du dich in die Politik einmischen könntest? Ich weiß, ich habe es oft genug gehört. Aber ich frage dich, warum tust du deine Pflicht nicht, wenn dir jemand sagt, dass du verantwortlich für deine Arbeit bist oder dich auffordert, nicht deine Kinder zu schlagen oder keinem Diktator zu folgen? Wie steht es dann mit deiner Pflicht, deinem arglosen Gehorsam? Nein, kleiner Mann, du passt nicht auf, wenn die Wahrheit spricht. Du hörst nur hin, wo Krach gemacht wird. Und dann schreist du, Heil! Du bist feige und grausam, ohne jeden Sinn für wahre Pflicht, nämlich die, menschlich zu sein, die Menschlichkeit zu schützen. Du bist schwach, wenn es gilt, den Wissenden nachzuahmen und so gut bei der Imitation des Räubers. Deine Filme, Radioprogramme und Comicbooks sind voll von Morden. Du wirst dich und deine Kleinkariertheit durch die Jahrhunderte schleppen müssen, bevor du dein eigener Herr werden kannst. Ich trenne mich von dir, um besser deiner Zukunft dienen zu können. Denn auf Distanz kannst du mich nicht umbringen. Außerdem hast du mehr Respekt für meine Arbeit, wenn sie in einiger Entfernung von dir ist. Du verachtest das, was in deiner Nähe ist. Du stellst deinen General oder Feldmarschall auf einen Podest, damit du ihn ehren kannst, selbst wenn er verachtenswert ist. Deshalb hat sich der große Mann, seit die Welt ihre Geschichte schreibt, von dir ferngehalten. Er ist größenwahnsinnig, er ist verrückt geworden, total verrückt. Ich weiß, kleiner Mann,
dass du schnell mit der Diagnose verrückt bei der Hand bist, wenn du auf eine unangenehme Wahrheit stößt. Und du fühlst dich selbst als Homo-Normales. Du hast die Verrückten hinter Gitter gebracht und die normalen Menschen verwalten diese Welt. Wer ist dann an all dem Elend schuld? Du nicht natürlich, du tust nur deine Pflicht. Und wer bist du, dass du eine eigene Meinung haben kannst? Ich weiß schon, du brauchst es nicht zu wiederholen. Nicht du zählst, kleiner Mann, aber wenn ich an deine neugeborenen Kinder denke, wie du sie quälst, um sie zu normalen Menschen zu machen, nach deinem Bild, dann bin ich versucht, wieder in deine Nähe zu kommen, um dein Verbrechen zu verhindern. Aber ich weiß auch, dass du für Selbstschutzmaßnahmen gesorgt hast durch deine Institution eines Ministeriums für Erziehung. Ich möchte dich auf einen Gang durch diese Welt mitnehmen, kleiner Mann, und dir zeigen, was du bist und was du warst, in Gegenwart und Vergangenheit, in Wien, London und Berlin, als Träger des Volkswillens, als Anhänger irgendeines Bekenntnisses. Du kannst dich überall wiederfinden und du könntest dich selbst erkennen, ob du nun Franzose, Deutscher oder Hottentotte bist, hättest du nur den Mut, dich selbst anzusehen. Hört! Er verletzt meine Ehre. Er besudelt meine Sendung. Ich tue nichts dergleichen, kleiner Mann. Ich bin sehr froh, wenn du mich eines Besseren belehrst, wenn du den Beweis erbringst, dass du dich selbst ansehen und erkennen kannst. Dabei musst du genauso verfahren, wie es von einem Unternehmer verlangt wird, der ein Haus baut. Das Haus muss dastehen und bewohnbar sein. Der Unternehmer hat nicht das Recht zu brüllen. Er beleidigt meine Ehre, wenn ich ihm nachweise, dass er nur über seine Sendung, Häuser zu bauen, redet, anstatt diese tatsächlich auszuführen. Genauso musst du beweisen, dass du der Träger der Zukunft der Menschheit bist. Du kannst dich nicht länger wie ein Feigling hinter deiner Ehre der Nation oder dem Proletariat verschanzen, denn du hast schon zu viel von dir selbst enthüllt, kleiner Mann. Wie gesagt, ich werde dich verlassen. Ich habe Jahre für diesen Entschluss gebraucht und viele Nächte vor Kummer nicht geschlafen. Deine angeblichen Führer aller Proletarier sind nicht so kompliziert. Heute sind sie deine Führer und morgen Schreiberlinge für eine kleine Zeitung. Sie wechseln ihre Gesinnungen wie ihre Hemden. Ich nicht. Ich kümmere mich weiter um dich und dein Schicksal. Aber da du nicht in der Lage bist, jemanden, der dir nahesteht, zu achten, muss ich eine gewisse Distanz zwischen uns aufbauen. Dein Urenkel wird die Früchte meiner Mühen erben. Ich warte auf ihn, dass er sie genießt, wie ich 30 Jahre darauf gewartet habe, dass du es tust. Du aber schriest dauernd, nieder mit dem Kapitalismus oder nieder mit der amerikanischen Verfassung. Folge mir, kleiner Mann. Ich will dir ein paar Schnappschüsse von dir zeigen. Renn nicht weg. Was jetzt kommt, ist unschön, aber heilsam und nicht so furchtbar gefährlich. Vor ungefähr 100 Jahren lerntest du es, den Physikern nachzuplappern, die Maschinen bauten und behaupteten, es gäbe keine Seele. Dann kam ein großer Mann und zeigte dir deine Seele. Nur kannte er den Zusammenhang zwischen deiner Seele und deinem Körper nicht. Deine Antwort? Lächerlich. Psychoanalyse. Charlatanerie. Man kann den Urin analysieren, aber nicht die Psyche. Du sprachst so, weil du in der Medizin nichts anderes leisten konntest als Urinanalysen. Der Kampf für deine Seele dauerte etwa 40 Jahre. Ich kenne diesen harten Kampf, weil auch ich ihn für dich gekämpft habe. Eines Tages entdecktest du, dass man mit dem erkrankten menschlichen Geist eine Menge Geld machen kann. Man braucht nur einen Patienten täglich für eine Stunde über einen Zeitraum von einigen Jahren zur Visite bestellen und ihn pro Stunde eine bestimmte Summe zahlen lassen. Seit dieser Zeit und nicht eher begannst du an die Existenz der Seele zu glauben. Ich fand heraus, dass deine Seele eine Funktion deiner Lebensenergie ist, dass, mit anderen Worten, eine Einheit besteht zwischen Körper und Geist. Ich folgte dieser Spur und kam zu dem Ergebnis, dass du mit deiner Lebensenergie ausgreifst, wenn du dich wohlfühlst und liebst, sie aber ins Zentrum deines Körpers zurückziehst, wenn du Angst hast.
15 Jahre lang hast du dich über diese Entdeckungen ausgeschwiegen. Doch ich arbeitete dort weiter und fand, dass diese Lebensenergie, die ich mit Orgon bezeichne, auch außerhalb deines Körpers in der Atmosphäre vorkommt. Es gelang mir, sie im Dunkeln ausfindig zu machen und Apparate zu konstruieren, die sie vergrößerten und zum Aufleuchten brachten. Während du Karten spieltest oder deine Frau quältest und dein Kind zugrunde richtetest, saß ich 2 lange Jahre, viele Stunden am Tag in einer Dunkelkammer, um sicherzugehen, dass ich wirklich deine Lebensenergie entdeckt hatte. Allmählich lernte ich es, sie anderen vorzuführen und fand, dass sie dasselbe sahen wie ich. Wenn du ein Arzt bist, der glaubt, der Geist sei eine Absonderung endokriner Drüsen, erzählst du einem meiner geheilten Patienten, mein Behandlungserfolg ginge nur auf Suggestion zurück. Wenn du an zwanghaften Skrupeln und Furcht vor der Dunkelheit leidest, behauptest du, die Phänomene, die du gerade bemerkt hast, würden durch Suggestion verursacht und dass du dich wie in einer spiritualistischen Sitzung fühlst, so bist du, kleiner Mann. Du plapperst 1945 genau hoffnungslos, genauso hoffnungslos dumm über die Seele, wie du 1920 ihre Existenz leugnetest. Du bist derselbe kleine Mann geblieben. 1984 wirst du genauso unbekümmert mit dem Orgon eine Menge Geld machen. Und du wirst genauso unbekümmert eine andere Wahrheit besudeln, in Zweifel ziehen, verleumden, totschweigen und ruinieren, wie du es mit der Entdeckung der Seele und der kosmischen Energie getan hast. Und du bleibst der kritische kleine Mann, der Heil schreit, hier wie dort. Du erinnerst dich, was du über die Entdeckung sagtest, dass die Erde nicht stillsteht, sondern sich dreht und im Weltraum bewegt? Deine Antwort war der dumme Witz, dass nun die Gläser vom Tablett eines Obers fallen würden. Das liegt einige Jahrhunderte zurück und du hast es natürlich vergessen, kleiner Mann. Alles, was du von Newton weißt, ist, dass er einen Apfel vom Baum fallen sah und von Rousseau, dass er zurück zur Natur wollte. Von Darwin lerntest du nur, dass der Stärkere überlebt, nicht aber, dass du vom Affen abstammst. Von Goethes Faust, den du so gern und freimütig zitierst, hast du nur so viel begriffen wie eine Katze von Mathematik. Du bist dumm und eingebildet, leer und affig, kleiner Mann. Du verstehst es immer wieder, dich dem Wesentlichen zu entziehen und das zu übernehmen, was falsch ist. Dein Napoleon, dieser kleine Mann mit den Goldborten, von dem nichts übrig blieb als die Militärdienstpflicht, wird in deinen Bücherläden in Goldlettern ausgestellt. Meinen Kepler aber, der deinen kosmischen Ursprung vorhersah, kann man in keiner Buchhandlung finden. Deshalb kommst du aus dem Sumpf nicht heraus, kleiner Mann. Deshalb muss ich dich zurechtweisen, wenn du glaubst, ich habe 20 Jahre mühevoll gearbeitet und ein Vermögen geopfert, nur um dir die Existenz der kosmischen Orgonenergie einzusuggerieren. Nein, kleiner Mann. Durch all diese Opfer habe ich wirklich gelernt, die Pest in diesem Körper zu heilen. Du glaubst es nicht, denn ich hörte, wie du in Norwegen sagtest, wenn jemand so viel Geld für seine Experimente ausgibt, muss er buchstäblich verrückt sein. Ich verstand das. Du richtest nach deinen Maßstäben. Du kannst nur nehmen, du bist unfähig zu geben. Es ist deshalb unvorstellbar für dich, dass jemand seine Lebensfreude im Geben finden könnte, genauso wie du nicht begreifen kannst, dass man mit einem Vertreter des anderen Geschlechts zusammen sein könnte, ohne ihn gleich flachlegen zu wollen. Ich könnte Achtung vor dir haben, wenn du groß im Stehlen deines Glückes wärst, doch du bist ein kleiner, feiger Dieb. Du bist nicht dumm, aber wegen deiner seelischen Verstopfung unfähig zu schaffen. So stiehlst du dir einen Knochen und kriechst in ein Loch, um ihn abzunagen, wie Freud es dir einmal sagte. Du scharst dich um den freiwilligen Geber, den freundlichen Spender und saugst ihn aus. Du bist der Sauger und behauptest das fälschlicherweise von ihm. Du stopfst dich voll mit seinem Wissen, seinem Glück, seiner Größe, aber du kannst nicht verdauen, was du heruntergeschlungen hast.
Du scheißt es gleich wieder aus und es stinkt furchtbar. Oder, um nach begangenem Diebstahl deine Würde zu wahren, besudelst du deinen Geber, nennst ihn einen Verrückten, einen Scharlatan oder einen Kinderverführer. Oh ja, da haben wir es. Verführer von Kindern. Erinnerst du dich, kleiner Mann, Klammer, du warst damals Präsident einer wissenschaftlichen Gesellschaft, wie du das Gerücht in Umlauf setztest, ich ließe meine Kinder beim Geschlechtsakt zusehen? Dies geschah nach der Veröffentlichung meines ersten Artikels über die Genitalrechte von Kindern. Und das andere Mal, Klammer, du warst damals zufällig zeitweiliger Präsident irgendeiner Kulturvereinigung in Berlin, als du das Gerücht verbreitetest, ich würde halbwüchsige Mädchen auf Autofahrten in die Wälder mitnehmen und sie verführen. Ich habe niemals heranwachsende Mädchen verführt, kleiner Mann. Das ist deine dreckige Fantasie, nicht meine. Ich liebe mein Mädchen und meine Frau. Ich bin nicht wie du unfähig, meine Frau zu lieben und möchte deshalb nicht wie du kleine Mädchen in Wäldern verführen. Und du, junges Mädchen, träumst du nicht von deinem Filmstar? Nimmst du nicht sein Bild mit dir ins Bett? Machst du dich nicht an ihn heran und verführst ihn, wobei du so tust, als seist du über 18? Und dann? Gehst du dann nicht vor Gericht und bezichtigst ihn der Vergewaltigung? Er wird freigesprochen oder für schuldig befunden und deine Großmütter küssen die Hände des großen Filmstars. Du wolltest mit dem Filmstar schlafen, aber du hattest nicht den Mut, die Verantwortung dafür zu übernehmen. So klagtest du ihn an, armes, geschändetes Mädchen. Oder du, arme, vergewaltigte Frau, die mit ihrem Chauffeur mehr sexuelle Lust empfand als mit ihrem Ehemann. Hast du nicht deinen farbigen Chauffeur verführt, der sich seine Sexualität fast gesund erhalten hatte, kleine weiße Frau? Und klagtest du ihn nicht dann der Vergewaltigung an, arme, hilflose Kreatur, du Opfer einer minderwertigen Rasse? Nein. Du warst natürlich rein und weiß, deine Vorfahren kamen auf der Mayflower nach Amerika. Du bist Tochter dieser oder jener Revolution, ein Nord- oder Südstaatler, dessen Großvater dadurch reich wurde, dass er afrikanische Neger in Ketten nach Amerika schleppte. Wie harmlos, rein und weiß du bist und wie wenig du den Neger begehrst, arme kleine Frau. Du elender Feigling, du Nachkomme einer kranken Rasse von Sklavenjägern, du Abkömmling eines grausamen Cortez, der tausende von treuherzigen Azteken in eine Falle lockte, um sie aus dem Hinterhalt zu erschießen. Ihr armen Töchter dieser oder jener Revolution, was habt ihr von der Emanzipation begriffen? Was vom Kampf amerikanischer Revolutionäre? Was von Lincoln, der für euch die Sklaven befreite, die ihr dann dem freien Wettbewerbsmarkt ausgeliefert habt? Seht in den Spiegel, Töchter von Revolutionen. Ihr werdet dort die Töchter der russischen Revolution erkennen, ihr harmlosen, züchtigen Mädchen. Wärest du fähig gewesen, einem Mann, einem einzigen Mann Liebe zu schenken, das Leben vieler Neger, Juden oder Arbeiter wäre gerettet gewesen. So wie du dein Leben in deinen Kindern tötest, so tötest du in den Negern deinen Funken von Liebe, deine frivolen und pornografischen Lustfantasien. Ich kenne euch, ihr Mädchen und Frauen der Reichen, welch abgrundtiefe Gemeinheit ihr in euren erstarrten Genitalien ausbrütet. Nein, ihr Töchter dieser oder jener Revolution, ich habe nicht die Absicht, Doktor der Rechte zu werden oder Volkskommissar. Das überlasse ich deinen steifen Geschöpfen in Roben und Uniformen. Ich liebe die Vögel, Rehe und Eichhörnchen, die den Negern vertraut sind. Ich meine jene Dschungelneger, nicht die aus Harlem mit steifen Krägen und in modischer Aufmachung.
Ich meine nicht die dicke Negerfrau mit Ohrringen, deren unterdrückte Lust sich in das Fett ihrer Hüften verwandelt hat. Ich meine die graziösen, geschmeidigen Körper der Mädchen aus der Südsee, die du, das sexuelle Schwein dieser oder jener Armee, mal kurz legst. Mädchen, die nicht wissen, dass du ihre reine Liebe so nimmst wie in einem Bordell in Denver. Nein, Tochter, du sehnst dich nach dem Leben, Mädchen, welches bis jetzt noch nicht begriffen hat, dass es ausgebeutet und verachtet wird. Aber deine Zeit ist gekommen. Du hast aufgehört, als Jungfrau deutscher Rasse zu fungieren. Du lebst in Russland weiter als Jungfrau der proletarischen Klasse oder als universale Tochter der Revolution. Wenn in 500 oder 1000 Jahren gesunde Jungen und Mädchen die Liebe genießen und schützen werden, wird nichts als ein lächerliches Andenken von dir übrig sein. Hast du Marian Andersson nicht deine Hörseele verweigert, dieser Stimme des lebendigen, kleine krebskranke Frau? Ihr Name wird durch die Jahrhunderte, Marian Andersson, die Jahrhunderte klingen, wenn schon längst keine Spur mehr von dir übrig ist. Ich frage mich nur, ob Marian Andersson auch in Jahrhunderten denkt oder ob auch sie ihrem Kind die Liebe verbietet. Ich weiß es nicht. Das Lebendige bewegt sich in großen und kleinen Sprüngen fort. Es begnügt sich mit dem Leben selbst. Es lebt nicht in dir, kleine krebskranke Frau. Du hast das Märchen verbreitet, Klammer, und dein kleiner Mann hat es mit Haut und Haaren hinuntergeschlungen, dass du die Gesellschaft bist, kleine Frau. Keinesfalls. Es stimmt, du verkündest Tag für Tag in den jüdischen und christlichen Zeitungen, dass und wann deine Tochter einen Mann umarmen wird, doch dafür interessiert sich kein ernsthafter Mensch. Gesellschaft, das bin ich. Und der Schreiner und der Gärtner und der Lehrer und der Arzt und der Fabriksarbeiter. Das ist Gesellschaft, nicht du, die kleine, krebskranke, erstarrte Frau mit dem Maskengesicht. Du bist nicht das Leben, du bist dessen Zerrbild. Doch ich verstehe, warum du dich hinter deinem Reichtum verschanztest. Es war das Einzige, was du machen konntest angesichts der Kleinlichkeit der Schreiner, Gärtner, Ärzte, Lehrer und Fabrikarbeiter. Angesichts dieser Plage war es deine weiseste Tat. Aber deine Kleinheit und Kleinlichkeit steckt dir in den Knochen mit deiner Verstopfung, deinem Rheumatismus, deiner Maske, deiner Leugnung des Lebens. Du bist unglücklich, arme kleine Frau. Weil deine Söhne zugrunde gehen, deine Töchter zu Huren werden, deine Ehemänner versiegen, dein Leben und damit dein Gewebe verfault. Du kannst mir keine Geschichten erzählen, kleine Tochter der Revolution. Ich habe dich nackt gesehen. Du bist feige wie immer. Das Glück der Menschheit lag in deinen Händen und du hast es verspielt. Du hast Präsidenten geboren und sie mit Kleinlichkeit ausgestattet. Sie werden fotografiert, wie sie irgendwelchen Leuten Ehrennadeln anstecken. Sie lächeln ewig und wagen es nicht, einen Spaten Spaten zu nennen, kleine Tochter der Revolution. Du hattest die Welt in deinen Händen und am Ende ließest du deine Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki fallen. Ich meine, dein Sohn warf sie ab. Du warfst deinen Grabstein ab, kleine krebskranke Frau. Mit dieser einen Bombe bombtest du dein ganzes Geschlecht, deine ganze Rasse für immer ins stumme Grab. Denn du konntest die Menschlichkeit nicht aufbringen, die Männer, Frauen und Kinder in Hiroshima und Nagasaki zu warnen. Du brachtest die Größe nicht auf, menschlich zu sein. Deshalb wirst du schweigend verschwinden wie ein Stein im Meer. Es zählt nicht, was du nun denkst oder sagst, du kleine Frau, die idiotische Generäle hervorbrachte. In 500 Jahren wird man verwundert über dich lachen. Dass man das nicht schon tut, ist ein wesentlicher Teil des Elends der Welt. Ich weiß, was du sagen willst, kleine Frau. Alle äußeren Anzeichen sprechen für dich. Verteidigung des Landes und so weiter. Ich habe diese Ausflucht schon im alten Österreich gehört. Hast du je einen Wiener Kutscher schreien hören? Hurra, mein Kaiser! Nein? Nun, du brauchst nur dir selbst zuzuhören. Es ist dieselbe Musik.
Nein, kleine Frau, ich habe keine Angst vor dir. Du kannst mir nichts antun. Schon wahr, dein Schwiegersohn ist Hilfsbezirksanwalt oder dein Enkel ist Hilfssteuereinnehmer. Du lädst ihn zum Tee ein und lässt ein paar Worte über mich fallen. Er möchte Bezirksanwalt oder Hauptsteuereinnehmer werden und sucht nach einem Opfer für Gesetz und Ordnung. Ich weiß, wie sich sowas abspielt. Aber solche Sachen werden dir nicht das Leben retten, kleine Frau. Meine Wahrheit ist stärker als du. Er ist ein einseitiger Fanatiker. Ich soll überhaupt keine Funktion in der Gesellschaft haben? Ich habe euch nur gezeigt, wo ihr klein und schändlich seid, kleiner Mann und kleine Frau. Ich habe noch nicht einmal deine Nützlichkeit und Wichtigkeit erwähnt. Glaubst du, ich würde eine lebensgefährliche Rede halten, wenn du nicht wichtig wärst? Deine Kleinlichkeiten und Gemeinheiten erscheinen umso schrecklicher, wenn sie im Licht deiner Bedeutung und ungeheuren Verantwortlichkeit gesehen werden. Man sagt, du seist dumm. Ich sage, du bist zwar klug, aber feige. Man sagt, du seist der Abfall der menschlichen Gesellschaft. Ich aber sage, du bist ihre Saat. Man behauptet, Kultur brauche Sklaven. Ich sage, keine Kultur kann mit Sklaven geschaffen werden. Dieses schreckliche 20. Jahrhundert hat alle Kulturtheorien, die seit Plato entwickelt wurden, lächerlich gemacht. Menschliche Kultur existiert noch nicht einmal, kleiner Mann. Wir beginnen gerade erst, die furchtbare Verformung und pathologische Degeneration des Tieres Mensch zu verstehen. Diese Räder an den kleinen Mann und jedes andere anständige Schriftstück von heute bedeutet für die Kultur in 1000 oder 5000 Jahren so viel wie das erste Rad vor tausenden von Jahren für die Diesellokomotive von heute. Dein Denken ist zu kurzsichtig, kleiner Mann. Es reicht gerade vom Frühstück bis zum Mittagessen. Du musst lernen, nach rückwärts in Jahrhunderten und nach vorwärts in Jahrtausenden zu denken. Du musst in Begriffen des lebendigen Lebens denken lernen, im Sinne deiner Entwicklung von den ersten Schichten des Plasmas zu einem Tiermensch, der zwar aufrecht geht, aber noch nicht richtig denken kann. Du kannst dich nicht einmal an Geschehnisse vor 10 oder 20 Jahren erinnern, und so wiederholst du ununterbrochen dieselben Dummheiten, die du vor 2000 Jahren von dir gabst. Mehr noch als das. Du klammerst dich an deine Dummheiten, die da Rasse, Klasse, Nation, religiöser Zwang und Unterdrückung der Liebe heißen, wie sich eine Laus in einem Pelz festsetzt. Du wagst nicht zu sehen, wie tief du im Morast deines Elends steckst. Hin und wieder hebst du deinen Kopf aus dem Morast heraus und brüllst: Heil! Das Quaken eines Frosches in einem Sumpf ist lebensnäher. Warum holst du mich nicht aus dem Morast heraus? Warum nimmst du nicht teil an meinen Parteiversammlungen, meinen Parlamenten, meinen diplomatischen Konferenzen? Du bist ein Verräter. Du hast für mich gekämpft, gelitten und Opfer gebracht. Nun beleidigst du mich. Ich kann dich nicht aus deinem Morast holen. Nur du selbst kannst das. Ich habe deshalb an deinen Beratungen und Konferenzen nie teilgenommen, weil man dort dauernd schreit: Nieder mit dem Wesentlichen, und wir wollen über das Unwesentliche sprechen. Richtig, 25 Jahre lang habe ich für dich gekämpft, habe meine berufliche Sicherheit und die Wärme meiner Familie für dich geopfert, habe deinen Organisationen ziemlich viel Geld zukommen lassen und an deinen Demonstrationen und Hungermärschen teilgenommen. Es ist wahr, ich habe tausende von Stunden als Arzt ohne Entschädigung weggegeben. Ich bin von Land zu Land gereist, für dich und oft an deiner Stadt, als du dich heiser brütest mit Ia, Ia, Alala. Ich war buchstäblich bereit, für dich zu sterben, als ich dich im Kampf gegen die politische Pest in meinem Auto umherfuhr und die Todesstrafe über meinem Haupt schwebte. Als ich dabei half, deine Kinder gegen Polizeieinsätze zu schützen, wenn sie in Demonstrationen mitgingen, als ich mein ganzes Geld ausgab, um Kliniken für geistige Gesundheit einzurichten, wo du Rat und Hilfe bekommen konntest. Doch du hast nur von mir genommen und nie etwas zurückgegeben. Du wolltest nur gerettet werden, aber im Laufe von 30 furchtbaren Jahren der emotionalen Pest hattest du keinen einzigen fruchtbaren Gedanken.
Und als der zweite große Krieg zu Ende ging, befandest du dich genau dort, wo du an seinem Anfang standest. Vielleicht ein bisschen mehr links als rechts, aber keinen Millimeter weiter vorn. Du hast die große französische Emanzipation verspielt und die noch größere russische Befreiung machtest du zum Schrecken der Welt. Diesem schrecklichen Versagen deinerseits, welches nur ein großes, einsames Herz verstehen konnte, ohne wütend über dich zu werden, ohne dich zu verachten, folgte die Verzweiflung an der ganzen Welt, dem Teil der Welt, der bereit war, alles für dich zu opfern. In all den furchtbaren Jahren, die in einem mörderischen halben Jahrhundert, hast du nur Plattitüden hervorgebracht und kein einziges heilsames, vernünftiges Wort. Ich verlor nicht den Mut, denn inzwischen hatte ich deine Krankheit noch besser und tiefer verstehen gelernt. Ich wusste nun, dass du unmöglich anders handeln oder denken konntest. Ich erkannte die tödliche Furcht vor dem Lebendigen in dir, eine Furcht, die dich immer richtig anfangen und falsch enden lässt. Du begreifst nicht, dass Wissen zur Hoffnung führt. Du pumpst nur Hoffnung in dich hinein, nicht aber aus dir heraus. Deshalb nennst du mich angesichts der völligen Zerrissenheit deiner Welt einen Optimisten, kleiner Mann. Ja, ich bin optimistisch und erfüllt von der Zukunft. Warum, du fragst? Ich will es dir sagen. Solange ich mich an dich, so wie du warst und bist, klammerte, wurde ich immer wieder von deiner Engstirnigkeit ins Gesicht geschlagen. Tausendmal hatte ich vergessen, was du mir antatest, wenn ich dir half, und tausendmal erinnertest du mich an deine Krankheit, bis ich wirklich meine Augen öffnete und dir ins Gesicht sah. Zuerst fühlte ich Verachtung und Hass in mir aufsteigen. Doch allmählich lernte ich, mein Verständnis von deiner Krankheit gegen meinen Hass und meine Verachtung wirken zu lassen. Ich war nicht länger über dich verärgert, weil du bei deinem ersten Versuch, die Welt zu meistern, so kläglich versagtest. Ich begann zu begreifen, dass es unvermeidlich so geschehen musste, weil man dich tausende von Jahren gehindert hat, das Leben so zu leben, wie es ist. Ich entdeckte das Funktionsgesetz des Lebens, kleiner Mann, als du herumgingst und schriest, er ist verrückt. Zu dieser Zeit warst du zufällig ein kleiner Psychiater mit einer Vergangenheit in der Jugendbewegung und einem zukünftigen Herzinfarkt, denn du warst impotent. Später starbst du an gebrochenem Herzen, denn man stiehlt nicht ungestraft und verleumdet nicht jemanden, ohne sein eigenes Leben zu gefährden, wenn man einen Funken von Ehrlichkeit in sich hat. Und du hattest etwas davon in einem Winkel deiner Seele, kleiner Mann. Als du aus einem Freund ein Feind wurdest, dachtest du, ich sei erledigt und versuchtest, mir einen letzten Tritt zu versetzen, weil du wusstest, dass ich recht hatte und du unfähig warst zu folgen. Als ich Jahre später quicklebendig zurückkam, diesmal stärker, offener, entschlossener denn je, warst du zu Tode erschreckt. Und bevor du starbst, erkanntest du, dass ich über tiefe und breite Abgründe genauso gesprungen war wie über Gräben, die du ausgehoben hattest, um mich zugrunde zu richten. Hattest du nicht in deiner vorsichtigen Organisation meine Lehren als deine eigenen ausgegeben? Ich sage dir, die ehrlichen Mitglieder in der Organisation wussten das. Ich weiß es, weil man es mir gesagt hat. Nein, kleiner Mann, Taktiken führen nur vorzeitig ins Grab. Und da du lebensgefährlich bist, da man sich in deiner Nähe nicht an die Wahrheit halten kann, ohne von hinten erstochen zu werden und Dreck ins Gesicht geworfen zu bekommen, habe ich mich von dir getrennt. Ich wiederhole, nicht von deiner Zukunft, aber von deiner Gegenwart. Nicht von deiner Menschlichkeit, aber von deiner Unmenschlichkeit und Kleinlichkeit. Nur für das lebendige Leben bin ich noch bereit, irgendwelche Opfer zu bringen, nicht länger für dich, kleiner Mann. Erst kürzlich wurde ich auf einen riesengroßen Fehler aufmerksam, dem ich 25 Jahre lang anhing. Ich hatte mich dir und deinem Leben gewidmet, weil ich glaubte, du seist das Lebendige, das Unmittelbare, die Zukunft und die Hoffnung. Viele andere aufrichtige und wahrhafte Menschen wie ich hofften, das Lebendige in dir zu finden. Alle gingen zugrunde.
Nachdem ich das herausgefunden hatte, beschloss ich, nicht durch deine Engstirnigkeit und Kleinlichkeit umzukommen, denn ich habe Wichtiges zu tun. Ich habe das Lebendige entdeckt, kleiner Mann. Jetzt verwechsle ich dich nicht länger mit dem Lebendigen, das ich in mir fühlte und in dir suchte. Nur wenn ich klar und scharf das Leben, seine Funktionen und Charakteristika von deiner Lebensweise trenne, nur dann werde ich in der Lage sein, einen wirklichen Beitrag für die Sicherheit des Lebens und deine Zukunft zu leisten. Ich weiß, es fordert Mut, sich von dir loszusagen, doch ich kann mit meiner Arbeit für die Zukunft fortfahren, weil ich dich nicht bemitleide und weil ich nicht den Drang verspüre, zu einer kleinen, großen Person gemacht zu werden, wie deine miserablen Führer. Seit kurzem nun hat das Leben begonnen aufzubegehren, wenn es missbraucht wird. Darin liegt der große Anfang deiner Zukunft und ein furchtbares Ende für alle Kleinlichkeiten aller kleinen Leute. Denn inzwischen haben wir erkannt, wie die emotionale Pest arbeitet. Sie bezichtigt Polen der Aggressionsabsichten, gerade dann, als der Entschluss gefallen war, Polen anzugreifen. Sie klagt den Gegner der Mordabsichten an, wenn der Entschluss vorliegt, ihn zu ermorden. Sie beschuldigt das gesunde Leben der sexuellen Schweinerei genau dann, wenn gerade ein pornografisches Verbrechen ausgebrütet worden ist. Man ist dir auf die Schliche gekommen, kleiner Mann. Man hat hinter die Fassade deiner Erbärmlichkeit gesehen und dein Geheische nach Mitleid durchschaut. Man möchte, dass du den Lauf der Welt bestimmst durch deine Arbeit und deine Leistung. Man wünscht nicht, dass du einen Tyrannen durch einen Schlimmeren ersetzt. Allmählich wird immer strenger von dir verlangt, dich den Grundsätzen des Lebens genauso zu unterwerfen, wie du es von anderen forderst, dich selbst zu bessern, da du andere kritisierst. Man erkennt immer besser deinen Hang zum Klatsch, deine Gier, deine Verantwortungslosigkeit, kurz deine allgemeine Krankhaftigkeit, die diese schöne Welt verpestet. Ich weiß, du hörst es nicht gerne, dass du dem Heilschreien den Vorzug gibst, du Träger der Zukunft des Proletariats oder des Vierten Reiches. Aber ich glaube, du wirst noch weniger Erfolg haben als in der Vergangenheit. Wir haben den Schlüssel zu deinem jahrtausendealten Geheimnis gefunden. Du bist brutal hinter deiner Maske der Geselligkeit und Freundlichkeit, kleiner Mann. Du kannst keinen halben Tag bei mir verbringen, ohne dich zu verraten. Du glaubst mir nicht, ich will dein Gedächtnis auffrischen. Du erinnerst dich an den herrlichen Nachmittag, als du diesmal als Holzfäller in meine Hütte kamst, weil du Arbeit suchtest. Mein junger Hund beschnüffelte dich und sprang freudig an dir hoch. Du erkanntest ihn als den Welpen eines vorzüglichen Jagdhundes. Du fragtest, warum legst du ihn nicht an die Kette, damit er bösartig wird? Dieser Hund ist viel zu freundlich. Meine Antwort: Ich will nicht, dass er ein bösartiger Kettenhund wird. Ich liebe solche Hunde nicht. Mein teurer kleiner Waldarbeiter, ich habe viel mehr Feinde auf dieser Welt als du. Dennoch ziehe ich den Hund vor, der zu jedem freundlich ist. Erinnerst du dich an den verregneten Sonntag, als mich meine Unruhe über deine biologische Erstarrung aus meinem Arbeitszimmer in eine Bar trieb? Ich saß an einem Tisch und trank einen Whisky, Klammer. Nein, kleiner Mann, ich bin kein Trinker, obwohl ich hin und wieder einen Drink nicht verachte. Gut, ich trank einen Whisky mit Soda. Du warst gerade von Übersee zurückgekommen und ein bisschen betrunken. Ich hörte, wie du die Japaner als dreckige Affen bezeichnetest. Und dann sagtest du mit einem gewissen Gesichtsausdruck, den ich so gut aus meinen Sprechstunden kenne: Wissen Sie, wie man mit diesen Japanern da an der Westküste verfahren müsste? Jeder von ihnen sollte aufgeknüpft werden, nicht schnell, sondern langsam, sehr langsam. Alle 5 Minuten eine Seilwindung, sehr langsam, so Punkt, 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 Punkt. Und du machtest die entsprechende Bewegung mit der Hand, kleiner Mann.
Der Ober nickte zustimmend und bewunderte deine heldenhafte Männlichkeit. Hast du je ein neugeborenes Japano-Baby in deinen Armen gehalten, kleiner Patriot? Nein? Jahrhundertelang noch wirst du japanische Spione aufhängen, amerikanische Piloten, russische Bäuerinnen, deutsche Offiziere, englische Anarchisten und griechische Kommunisten. Du wirst sie erschießen, auf den elektrischen Stuhl bringen oder in Gaskammern. Doch nichts davon wird die Verstopfung deiner Gedärme und deines Geistes ändern. Deine Liebesunfähigkeit, deinen Rheumatismus oder deine Geisteskrankheit. Keine Erschießungen und Henkereien werden dich aus deinem Morast herausziehen. Sieh dich selbst an, kleiner Mann. Es ist deine einzige Hoffnung. Denkst du an den Tag, kleine Frau, als du in meinem Arbeitszimmer saßest und vor Hass übersprudeltest gegen den Mann, der sich von dir getrennt hatte? Jahrelang hattest du ihn unter der Fuchtel, zusammen mit deiner Mutter, deinen Tanten, Großneffen und Cousinen, bis er sich allmählich in sich selbst verkroch, denn er musste für dich und deine Verwandten sorgen. Schließlich riss er sich mit letzter Anstrengung los, um einen Sinn für das Leben zu behalten, und da er nicht stark genug war, sich innerlich ganz von dir zu lösen, kam er zu mir. Willig gab er nach Vorschrift des Gesetzes 3/4 seines Einkommens für deinen Lebensunterhalt ab, als Strafe für seine Freiheitsliebe. Denn er war ein großer Künstler und Kunst wie echte Wissenschaft vertragen keine Fesseln. Aber du wolltest lediglich von dem Mann, den du bitterlich hasstest, versorgt werden, obwohl du einen eigenen Beruf hattest. Du wusstest, dass ich ihm helfen würde, sich von ungerechtfertigten Verpflichtungen zu befreien. Du schnapptest über. Du drohtest mir mit der Polizei, denn, so sagtest du, ich wollte mir sein ganzes Geld aneignen, indem ich seine große Hilfsbedürftigkeit ausnützte. Mit anderen Worten, du unterstelltest mir deine schlechten Absichten, arme kleine Frau. Aber du hast nie daran gedacht, dich in deinem Beruf weiterzubringen, denn das hätte Unabhängigkeit bedeutet, Unabhängigkeit von dem Mann, den du viele Jahre lang nur hasstest. Glaubst du, so kannst du eine neue Welt aufbauen? Du warst mit Sozialisten bekannt, hörte ich, die alles über mich wussten. Siehst du nicht ein, dass dein Verhalten typisch ist, dass es Millionen von deiner Sorte gibt, die diese Welt zugrunde richten? Ich weiß, du bist schwach und einsam, an deiner Mutter Schürzenzipfel gekettet und hilflos. Du hast deinen eigenen Hass. Du hast deinen eigenen Hass. Du kannst dich selbst nicht ausstehen und bist verzweifelt. Und deswegen ruinierst du das Leben deines Mannes, kleine Frau. Du schwimmst mit im Strom des Lebens, wie er heute allgemein ist. Ich weiß auch, dass die Richter und Bezirksanwälte auf deiner Seite stehen, denn sie haben keine Antwort auf dein Elend. Ich kann dich noch vor mir sehen, kleine Sekretärin in einem Landesgerichtshof, wie du meine Vergangenheit und meine Gegenwart niederschreibst, meine Ansichten über Russland und Demokratie. Ich werde nach meiner sozialen Stellung gefragt. Ich sage, ich bin Ehrenmitglied in 3 wissenschaftlichen und literarischen Gesellschaften, unter anderem in der Internationalen Gesellschaft für Plasmogonie. Das scheint Eindruck zu machen. Das nächste Mal fragte mich ein Beamter, hier ist etwas Komisches. Hier steht, Sie sind ein Ehrenmitglied der Internationalen Gesellschaft für Polygamie. Ist es richtig? Dann lachen wir beide über deinen kleinen Irrtum, kleine fantastische Frau. Verstehst du nun, warum die Leute schlecht von mir reden? Wegen deiner Fantasie, nicht wegen meiner Lebensweise. Beschränkt sich deine Erinnerung an Rousseau nicht darauf, dass er zurück zur Natur wollte, dass er seine Kinder vernachlässigte und sie in ein Waisenhaus schickte? Du bist bösartig. Denn du siehst und hörst nur, was hässlich ist und nicht das, was schön ist. Hört her, ich habe gesehen, wie er um 1 Uhr morgens seine Rollladen herunterzog. Was glaubt ihr, was er da treibt?
Tagsüber sind sie immer hochgezogen. Hier muss etwas faul sein. Es wird dir nichts mehr nützen, mit solchen Methoden gegen die Wahrheit anzugehen. Wir kennen sie. Du bist nicht an meinen Rohrläden interessiert, sondern an der Behinderung meiner Wahrheit. Du möchtest weiter den Denunzianten und Verleumder spielen, um deinen unschuldigen Nachbar einsperren zu lassen, wenn dir seine Lebensweise nicht passt, weil er freundlich oder frei ist, weil er arbeitet und dich nicht beachtet. Du bist sehr neugierig, kleiner Mann. Du schnüffelst herum und verleumdest. Bist du nicht dadurch geschützt, dass die Polizei die Personalien eines Informanten nicht herausgibt? Pass auf, Steuerzahler! Hier ist ein Philosophieprofessor. Eine große Universität unserer Stadt will ihn anstellen, damit er die Jugend unterrichtet. Nieder mit ihm! Deine aufrichtige Hausfrau, dein Steuerzahler, überbringt eine Petition gegen diesen Lehrer der Wahrheit, woraufhin er seine Stellung nicht bekommt. Du rechtschaffende, steuerzahlende Hausfrau, ehrbare Gebärerin von Patrioten, du warst mächtiger als 4000 Jahre Naturphilosophie. Doch man begreift dich allmählich und früher oder später wirst du zum Schweigen gebracht werden. Jeder mal herhören, dem etwas an der öffentlichen Moral liegt. Um die Ecke wohnt eine Mutter mit ihrer Tochter. Die Tochter empfängt jeden Abend ihren Freund. Sie muss vor Gericht, denn sie unterhält ein Bordell. Polizei, wir verlangen den Schutz unserer Moral. Diese Mutter wird nun bestraft, weil du, kleiner Mann, um die Betten anderer Leute schnüffelst. Du hast dich zu deutlich entblößt. Wir kennen deine Beweggründe für Ordnung und Moral. Versuchst du nicht, jede Kellnerin in den Hintern zu kneifen, moralischer kleiner Mann? Ja, wir wollen, dass unsere Söhne und Töchter offen ihr Liebesglück genießen können, anstatt sich ihm im Verborgenen hinzugeben, in dunklen Gassen und auf dunklen Hintertreppen. Wir möchten die mutigen und anständigen Väter und Mütter hochachten, die die Liebe ihrer heranwachsenden Söhne und Töchter verstanden und schützten. Diese Väter und Mütter sind der Keim für die neue Generation der Zukunft, mit gesunden Körpern und gesunden Sinnen, ohne eine Spur von dreckiger Fantasie, kleiner, impotenter Mann des 20. Jahrhunderts. Hört das Neueste. Ein junger Mann ging zu ihm, um behandelt zu werden, und musste ohne Hosen fliehen, weil er ihn homosexuell anfiel. Tropft dir nicht der Geifer vor Lüsternheit vom Mund, kleiner Mann, wenn du diese wahre Geschichte erzählst. Weißt du, dass sie auf dem Misthaufen deiner Verstopfung und Lüsternheit wuchs? Ich habe niemals homosexuelles Verlangen verspürt wie du. Ich hatte niemals den Wunsch, kleine Mädchen zu verführen, wie du. Ich habe niemals, wie du, an Verstopfung gelitten. Ich habe niemals Liebe gestohlen, wie du. Ich habe Frauen nur in die Arme geschlossen, wenn sie mich wollten und ich sie. Ich habe mich niemals öffentlich zur Schau gestellt, wie du das machst. Ich habe keine dreckige Fantasie, wie du, kleiner Mann. Hört nur, er belästigte seine Sekretärin, sodass sie aus dem Hause fliehen musste. Er lebte mit ihr im selben Haus, mit heruntergezogenen Rollläden, und das Licht brannte bis 3 Uhr morgens. Er war ein Lüstling und erstickte an Kuchen, sagtest du über Delametrie. Er lebte in einer zweifelhaften Ehe, sagtest du über Kronprinz Rudolf. Und Mrs. Roosevelt ist nicht ganz beieinander, sagtest du. Der Präsident der Universität X hat seine Frau mit einem anderen Mann erwischt. Und der Lehrer dieser oder jener Dorfschule hat eine Liebschaft. Hast du nicht solche Sachen behauptet, kleiner Mann? Du erbärmlicher Bürger dieser Welt, der seit tausenden von Jahren so sein Leben verspielt und damit in seinem Morass stecken bleibt. Ergreift ihn! Er ist ein deutscher Spion oder vielleicht ein russischer oder einer aus Island. Ich habe ihn um 3 Uhr morgens nachmittags auf der
86. Straße in New York gesehen und dazu noch mit einer Frau. Weißt du, kleiner Mann, wie eine Wanze im Nordlicht aussieht? Nein, das dachte ich nicht. Eines Tages wird es strenge Gesetze gegen das menschliche Wanzentum geben, strenge Gesetze zum Schutz von Wahrheit und Liebe. So wie du heute halbwüchsige Liebende in die Besserungsanstalt schickst, wird man dich eines Tages in eine Anstalt stecken, wenn du anständigen Leuten deinen Dreck ins Gesicht wirfst. Es wird andere Richter und Staatsanwälte geben, die nicht ein formalistisches Scheinrecht vertreten, sondern wahre Gerechtigkeit und Güte. Es wird strenge Gesetze zum Schutz des Lebens geben, denen du wirst gehorchen müssen, egal wie sehr du sie hasst. Ich weiß, dass du noch 3, 5 oder 10 Jahrhunderte ein Träger der emotionalen Plage sein wirst, der Verleumdung, der Intrige, der Diplomatie und Inquisition. Doch am Ende wirst du deinem eigenen Reinlichkeitssinn unterliegen, der noch so tief in dir begraben liegt, dass er unzugänglich ist. Ich sage dir, kein Kaiser, kein Zar, kein Vater aller Proletarier war in der Lage, dich zu erobern. Sie haben es nur geschafft, dich zu versklaven, aber keiner von ihnen konnte dir deine Kleinlichkeit rauben. Was dich erobern wird, ist dein Sinn für Sauberkeit, deine Sehnsucht nach Leben. Darüber gibt es keinen Zweifel, kleiner Mann. Gereinigt von deiner Kleinheit und Kleinlichkeit wirst du anfangen zu denken. Freilich, dieses Denken wird anfangs mitleiderregend, irrig und ziellos sein. Doch dann wirst du langsam ernsthaft denken. Du wirst lernen, die Qual ertragen, die dein Denken mit sich bringt, genau wie ich und andere die Qual zu ertragen haben, über dich nachzudenken, jahrelang, wortlos, mit zusammengebissenen Zähnen. Diese unsere Qual wird dich zum Denken bringen. Wenn du einmal mit dem Denken begonnen hast, wirst du nicht aufhören, dich über die letzten 4000 Jahre der Zivilisation zu wundern. Du wirst es nicht fassen können, dass deine Zeitungen über nichts anderes schrieben als über Paraden, Ordensverleihungen, Schießereien, Henkerei, Diplomatie, Schikane, Mobilmachungen, Demobilisierungen und wieder Mobilmachungen, Pakte, militärische Ausbildungen und Bombardements und all das ließ dich nicht rot sehen. Du hättest Klarheit über dich erlangt, wenn du nicht das ganze Zeug geduldig wie ein Lamm verschlungen hättest. Doch lange Zeit wirst du nicht schlucken können, dass du Jahrhunderte hindurch all das Zeug nachäfftest und nachplappertest, dass du deine richtigen Ansichten darüber für falsch hieltest und deine falschen Vorstellungen für patriotisch. Du wirst dich deiner Geschichte schämen und darin liegt unsere einzige Hoffnung, dass es unseren Urenkeln erspart bleibt, deine Militärgeschichte zu lesen. Es wird dir nicht mehr möglich sein, eine große Revolution zu inszenieren, nur um zu irgendeinem Peter dem Großen zurückzukehren. Ein Blick in die Zukunft. Ich kann dir nicht sagen, wie deine Zukunft aussehen wird. Ich kann nicht sagen, ob du den Mond oder Mars mit dem kosmischen Orgon erreichen wirst, das ich entdeckte. Noch kann ich wissen, wie deine Raumschiffe fliegen oder landen werden, oder ob du das Sonnenlicht ausnützen wirst, um nachts deine Häuser zu beleuchten. Aber ich kann dir sagen, was du nicht mehr tun wirst in 500 oder 1000 oder 5000 Jahren. Hört euch diesen Visionär an. Er kann mir sagen, was ich nicht mehr tun werde. Ist er ein Diktator? Ich bin kein Diktator, kleiner Mann, obwohl es mir deine Kleinlichkeit leicht gemacht hätte, ein solcher zu werden. Deine Diktatoren können dir lediglich sagen, was du im Moment nicht tun darfst, ohne in die Gaskammer geschickt zu werden. Doch sie können dir genauso wenig sagen, was du in ferner Zukunft tun wirst, wie sie in der Lage sind, einen Baum schneller wachsen zu lassen. Und woher bekommst du deine Weisheit intellektueller Diener des revolutionären Proletariats? Aus deiner eigenen Tiefe
du ewiger Proletarier des menschlichen Verstandes. Hört euch das an! Er hat seine Weisheit aus meiner eigenen Tiefe. Ich habe keine Tiefe. Und was ist das für ein individualistisches Wort, Tiefe? Doch, kleiner Mann, du hast Tiefe in dir. Du weißt es nur nicht. Du hast furchtbare Angst vor deiner eigenen Tiefe und deshalb fühlst du und siehst du sie nicht. Deshalb wird dir schwindelig, wenn du in die Tiefe siehst und du wankst, als stündest du am Rand eines Abgrundes. Du hast Angst abzustürzen und deine Individualität zu verlieren, solltest du dich gehen lassen. Mit den besten Absichten, dich selbst zu erreichen, stößt du immer auf dasselbe, den kleinen, grausamen, neidischen, gierigen, diebischen Menschen. Wenn du nicht tief in deiner Tiefe wärest, kleiner Mann, hätte ich nicht diese Rede für dich geschrieben. Ich kenne diese Tiefe in dir, denn ich habe sie entdeckt, als du zu mir, dem Arzt, mit deinen Sorgen kamst. Diese Tiefe in dir ist deine große Zukunft. Deshalb kann ich dir sagen, was du sicherlich in der Zukunft nicht mehr tun wirst, weil du nicht begreifen wirst, wie es möglich war, dass du in einem Zeitraum 4000-jähriger Unkultur all das tun konntest, was du getan hast. Willst du nun zuhören? Also gut, warum soll ich mir nicht eine kleine nette Utopie anhören? Man kann da nichts machen, guter Doktor. Ich bin der arme kleine Mann auf der Straße und werde es bleiben. Der kleine Mann, der keine eigene Meinung hat. Wer bin ich überhaupt, das Punkt, Punkt, Punkt? Hör zu. Du verbirgst dich hinter der Legende vom kleinen Mann, weil du Angst hast, vom Strom des Lebens ergriffen zu werden und weil du dich fürchtest, schwimmen zu müssen und sei es nur zum Heil deiner Kinder und Kindeskinder. Zunächst wirst du dich nicht länger als kleiner Mann fühlen, der Kleine, der keine eigene Meinung hat und sagt, wer bin ich überhaupt, Punkt, Punkt, Punkt. Du hast wirklich deine eigene Meinung und in Zukunft wirst du es für überaus beschämend halten, diese nicht zu kennen, sie nicht zu vertreten und ihr nicht Ausdruck zu verleihen. Doch was wird die öffentliche Meinung von meiner Meinung halten? Ich werde wie ein Wurm zerquetscht werden, wenn ich meine eigene Meinung sage. Was du öffentliche Meinung nennst, kleiner Mann, ist die Totalsumme aller Meinungen aller kleinen Männer und Frauen. Jeder kleine Mann und jede kleine Frau hat eine richtige und eine falsche Meinung. Falsche Meinungen haben sie, weil sie sich vor den falschen Meinungen anderer kleiner Männer und Frauen fürchten. Deshalb kommen die richtigen Meinungen nicht zu Wort. Zum Beispiel wirst du nicht länger glauben, dass du nicht zählst. Du wirst wissen und dafür eintreten, dass du der Träger der menschlichen Gesellschaft bist. Lauf nicht weg. Sei nicht so furchtsam. Es ist nicht so schrecklich, der verantwortliche Träger der menschlichen Gesellschaft zu sein. Was muss ich tun, um ein solcher zu sein? Du brauchst nicht irgendetwas Besonderes oder Neues zu machen. Du musst nur mit dem weitermachen, was du schon tust. Deine Felder pflügen, deinen Hammer schwingen, deine Patienten untersuchen, deine Kinder zur Schule oder auf den Spielplatz bringen, über Tagesereignisse berichten, immer tiefer in die Geheimnisse der Natur eindringen. All das machst du schon, doch du hältst all das für unbedeutend. Bedeutung misst du nur dem bei, was Marschall Decoratus oder Prinz Inflatus, der Ritter in glänzender Rüstung, tun. Aber Sie sind ein Visionär, Doktor. Sehen Sie nicht ein, dass Marschall Decoratus und Prinz Inflatus Soldaten und Waffen haben, um Krieg zu führen, mich zum Kriegsdienst einzuziehen, meine Felder, Laboratorien und Arbeitszimmer in Stücke zu schießen? Du wirst eingezogen und deine Felder und Fabriken werden in Stücke geschossen, weil du Heil brüllst, wenn du eingezogen wirst und deine Fabriken zerschossen werden. Prinz Inflatus, der Ritter in strahlender Rüstung, hätte keine Soldaten und Waffen, wenn du eindeutig wüsstest und für dieses Wissen eintretest, dass ein Feld Weizen hervorbringen und eine Fabrik Möbel oder Schuhe fabrizieren muss und keine Waffen. Aha, dass ein Feld Weizen hervorbringen muss.
und keine Waffen. Dass Felder und Fabriken nicht dazu da sind, um zerstört zu werden. All das ist deinem Marschall Decoratus und deinem Prinz Inflatus unbekannt, denn sie haben niemals selbst auf den Feldern, in den Fabriken oder in Laboratorien gearbeitet. Sie glauben, deine Arbeit diene der Ehre des deutschen oder proletarischen Vaterlands und nicht der Ernährung und Bekleidung deiner Kinder. Was soll ich denn machen? Ich hasse den Krieg. Meine Frau weint bitterlich, wenn ich eingezogen werde, meine Kinder verhungern, wenn die proletarischen Armeen mein Land besetzen und die Leichen türmen sich zu Millionen. Ich will nur meine Felder bestellen, nach der Arbeit mit meinen Kindern spielen und meine Frau lieben, und sonntags möchte ich Musik machen und tanzen und singen. Was soll ich machen? Du brauchst nur das weiterzuführen, was du schon immer getan hast und schon immer tun wolltest, deiner Arbeit nachgehen. Deine Kinder glücklich aufwachsen lassen, deine Frau lieben. Würdest du dies eindeutig und unerschütterlich tun, gäbe es keinen Krieg, der deine Frau der Gnade sexuell verhungerter Soldaten des Vaterlands aller Proletarier ausliefert, der deine verwaisten Kinder auf der Straße verhungern und dich mit glasigen Augen den Himmel über einem fernen Feld der Ehre anstarren lässt. Doch was soll ich machen, wenn ich für meine Arbeit, meine Frau und Kinder leben will und mir die Hunnen oder die Deutschen oder die Japaner oder die Russen oder wer auch immer den Krieg aufzwingen? Muss ich nicht mein Zuhause verteidigen? Du hast recht, kleiner Mann. Wenn die Hunnen dieser oder jener Nation dich angreifen, wirst du zum Gewehr greifen müssen. Aber du siehst nicht, dass die Hunnen aller Nationen nur Millionen anderer kleiner Leute sind, die fortwährend Heil schreien, wenn Prinz Inflatus, der die Arbeit nicht kennt, zu den Fahnen ruft, dass sie wie du glauben, sie würden nicht zählen und sagen, wer bin ich, dass ich eine eigene Meinung haben könnte. Sobald du weißt, dass du jemand bist, dass du eine richtige eigene Meinung hast, dass dein Feld und deine Fabrik dem Leben dienen und nicht dem Tod, dann wirst du deine Frage selbst beantworten können. Du wirst dafür überhaupt keine Diplomaten brauchen. Anstatt weiter Heil zu brüllen und das Grab des unbekannten Soldaten zu schmücken, anstatt es deinem Prinzen Inflatus oder deinem Marschall aller Proletarier zu gestatten, auf deinem nationalen Bewusstsein herumzutrampeln, solltest du dich ihnen mit deinem Selbstvertrauen und deinem Bewusstsein von deiner Arbeit entgegenstellen. Klammer. Ich kenne deinen unbekannten Soldaten gut, kleiner Mann. Ich lernte ihn kennen, als ich in den italienischen Bergen kämpfte. Er ist derselbe kleine Mann wie du, der überzeugt war, keine eigene Meinung zu haben und der sagt, wer bin ich überhaupt? Punkt, Punkt, Punkt. Du könntest deinen Bruder kennenlernen, den kleinen Mann in Japan, in China, in irgendeinem Hunnenland und könntest ihn deine richtige Meinung über deinen Beruf als Arbeiter, Arzt, Bauer, Vater oder Gatte wissen lassen. Und du könntest ihn schließlich überzeugen, dass er, um jeden Krieg unmöglich zu machen, nur seiner Arbeit und seiner Liebe treu zu bleiben braucht. Boah. Gut und schön. Doch nun haben sie diese Atombomben und eine davon reicht aus, Hunderttausende von Menschen zu töten. Du denkst immer noch nicht richtig, kleiner Mann. Glaubst du etwa, Prinz Inflatus, der Ritter in strahlender Rüstung, baut deine Atombomben? Nein, es sind wiederum nur kleine Leute, die Heil brüllen, anstatt aufzuhören, Atombomben zu produzieren. Du siehst, es läuft immer auf ein und dasselbe hinaus, auf dich, kleiner Mann, und auf dein Denken, sei es richtig oder falsch. Wärest du nicht ein so mikroskopisch kleiner Mann, du größter Wissenschaftler des 20. Jahrhunderts, du hättest ein Weltbewusstsein entwickelt anstatt eines Nationalbewusstseins. Du hättest Mittel und Wege gefunden, den Einbruch der Atombombe in diese Welt zu verhindern, oder, wenn das unmöglich gewesen wäre, hättest du unmissverständlich deinen Einfluss geltend gemacht, damit sie funktionsunfähig gemacht wird. Du verirrst dich im Labyrinth deiner eigenen Erfindung
und findest deinen Ausgang nicht, weil du in die falsche Richtung blickst und denkst. Doch du hast allen kleinen Leuten versprochen, deine Atomenergie werde ihren Krebs und Rheumatismus heilen, obwohl du sehr genau wusstest, dass dies niemals möglich sein werde, dass du vielmehr nichts als eine mörderische Waffe geschaffen hattest. Damit bist du in dieselbe Sackgasse geraten, in der auch deine Physik gelandet ist. Du bist für immer erledigt. Du weißt, kleiner Mann, dass ich dich mit den therapeutischen Möglichkeiten meiner kosmischen Energie versehen habe. Du aber schweigst darüber und stirbst weiter an Krebs, gebrochenem Herzen, und noch im Sterben brüllst du: Heil, lang lebe Kultur und Technik. Ich aber sage dir, kleiner Mann, du hast mit offenen Augen dein eigenes Grab gegraben. Du glaubst, ein neues Zeitalter habe begonnen, das Zeitalter der Atomenergie. Es hat begonnen, aber nicht wie du denkst, nicht in deiner Hölle, sondern in meinem stillen, arbeitsamen Labor in einem fernen Winkel Amerikas. Es liegt ganz an dir, kleiner Mann, ob du in den Krieg musst oder nicht. Wenn du nur wüsstest, dass du für das Leben und nicht für den Tod arbeitest. Wenn du nur wüsstest, dass alle kleinen Leute auf dieser Erde dir aufs Haar gleichen, was ihre guten als auch schlechten Seiten betrifft. Früher oder später, alles hängt von dir ab, wirst du nicht länger heil schreien und du wirst nicht länger deine Felder bebauen, damit ihr Weizen zerstört wird oder an Fabriken arbeiten, auf die sich Kanonen richten. Früher oder später wirst du nicht mehr bereit sein, für den Tod zu arbeiten, sondern nur noch für das Leben. Sollte ich einen Generalstreik ausrufen? Ich weiß nicht, ob du das machen solltest oder etwas anderes. Denn Generalstreik ist ein schlechtes Mittel, weil du dich damit dem gerechtfertigten Vorwurf aussetzt, du ließest deine eigenen Frauen und Kinder verhungern. Im Streik beweist du deine große Verantwortung für Wohl und Wehe deiner Gesellschaft nicht. Wenn du streikst, arbeitest du nicht. Aber eines Tages wirst du für das Leben arbeiten, nicht streiken. Nenn es einen Arbeitsstreik, wenn du unbedingt am Wort Streik festhalten willst. Aber streike durch Arbeit für dich, deine Kinder, deine Frau und dein Mädchen, deine Gesellschaft, deine Produktion oder deine Farm. Sage ihnen, dass du keine Zeit für ihren Krieg hast, dass du wichtigere Dinge zu tun hast. Umzäune ein beträchtliches Gebiet außerhalb jeder großen Stadt dieser Erde. Dort können sich die Diplomaten und Marschälle persönlich umbringen. Das, kleiner Mann, würde deine Aufgabe sein. Wenn du nicht mehr heil brülltest, nicht der Überzeugung wärest, dass du niemand bist und keine eigene Meinung hast. Alles liegt in deiner Hand, dein Leben und das deiner Kinder, dein Hammer und dein Stethoskop. Ich weiß, du schüttelst deinen Kopf, du denkst, ich bin ein Utopist oder sogar ein Roter. Du fragst, wann dein Leben angenehm und sicher sein wird, kleiner Mann. Die Antwort ist deiner Lebensweise fremd. Dein Leben wird angenehm und sicher sein, wenn dir Lebendigkeit mehr bedeutet als Sicherheit. Liebe mehr als Geld, Freiheit mehr als die Parteilinie oder die öffentliche Meinung. Wenn der Geist von Beethoven oder Bach, der deiner gesamten Existenz sein wird. Klammer, du hast ihn in dir, kleiner Mann, tief verborgen in einem Winkel deines Wesens. Wenn dein Denken dann mit deinen Gefühlen harmoniert und nicht länger zu ihnen im Widerspruch steht. Wenn du dann in der Lage bist, deine Fähigkeiten rechtzeitig zu begreifen und den Prozess deines Alterns rechtzeitig zu erkennen. Wenn du dein Leben nach den Gedanken großer Männer anstatt nach den Verbrechen großer Krieger ausrichten wirst. Wenn die Lehrer deiner Kinder besser bezahlt werden als die Politiker.
wenn du die Liebe zwischen Mann und Frau mehr achten wirst als eine Ehelizenz, wenn du deine Fehler im Denken rechtzeitig einsehen wirst und nicht zu spät, wie heute, wenn du dich durch Wahres erhoben fühlst und Horror vor Formalitäten hast, wenn du eine direkte Beziehung zu deinen Arbeitskollegen hast und nicht erst eine über Diplomaten. Wenn das Liebesglück deiner heranwachsenden Tochter dich erfreuen wird, anstatt dich in Rage zu versetzen. Wenn du nur noch deinen Kopf schütteln wirst angesichts der Zeiten, wo man kleine Kinder für das Berühren ihrer Liebesorgane bestrafte. Wenn auf der Straße die Gesichter der Menschen Freiheit, Lebendigkeit, Freude und nicht länger Traurigkeit und Elend ausdrücken werden. Wenn die Menschen nicht länger mit eingeklemmtem und unbeweglichem Becken und abgestorbenen Geschlechtsteilen auf der Erde herumlaufen. Du brauchst Rat und Anleitung, kleiner Mann. Du hast Rat und Anleitung, gute wie schlechte, Jahrtausende hindurch bekommen. Nicht wegen schlechter Ratschläge befindest du dich immer noch in deinem Elend, sondern wegen deiner Borniertheit. Ich könnte dir gute Ratschläge geben, aber wie du denkst und bist, wärest du nicht in der Lage, sie im Interesse aller in die Tat umzusetzen. Angenommen, ich würde dir raten, mit dem diplomatischen Vertreterwesen Schluss zu machen und es zu ersetzen durch Solidarität im beruflichen und persönlichen Bereich, Solidarität mit allen Schuhmachern, Tischlern, Maschinisten, Technikern, Ärzten, Erziehern, Schriftstellern, Verwaltungsleuten, Bergleuten, Bauern aller Länder, alle Schuhmacher der Welt entscheiden zu lassen, welches der beste Weg ist, um alle chinesischen Kinder mit Schuhen auszustatten, alle Bergleute selbstständig herausfinden zu lassen, wie man verhindert, dass die Menschen frieren, die Erzieher aller Länder und Nationen herausfinden zu lassen, wie alle neugeborenen Kinder zu bewahren sind vor späterer Impotenz und Geisteskrankheit etc. Was würdest du tun, kleiner Mann, wenn du mit diesen alltäglichen Dingen des menschlichen Lebens konfrontiert wärest? Du würdest mir sicherlich sagen, du selbst oder irgendein Vertreter deiner Partei, Kirche, Regierung oder Gewerkschaft, Klammer, wenn du mich nicht sofort als einen Roten einsperren würdest, Doppelpunkt, wer bin ich, dass ich internationale diplomatische Beziehungen durch die internationalen Beziehungen der Arbeit und der sozialen Errungenschaften ersetzen könnte? Oder wir können nicht die nationalen Unterschiede in der Entwicklung der Wirtschaft und Kultur beseitigen. Oder möchtest du, dass wir wechselseitige Beziehungen mit den faschistischen Deutschen oder den Japanern und mit den kommunistischen Russen und mit den kapitalistischen Amerikanern haben? Oder mich interessiert in erster Linie mein russisches, deutsches, amerikanisches, englisches, jüdisches oder arabisches Vaterland? Oder ich habe genug damit zu tun, mein eigenes Leben in Ordnung zu bringen und mit meiner Schneidergewerkschaft zurechtzukommen. Es soll sich jemand anderer um die Schneider anderer Nationen kümmern. Oder hör nicht auf diesen Kapitalisten, Bolschewisten, Faschisten, Trotzkisten, Internationalisten, Sexalisten, Sexualisten, Juden, Ausländer, Intellektuellen, Träumer, Utopisten, Demagogen, verrückten Individualisten und Anarchisten. Hast du denn gar kein amerikanisches, russisches, deutsches, englisches, jüdisches Bewusstsein? Du kannst vollkommen davon überzeugt sein, dass du diese oder andere Slogans benutzen würdest, um deine Verantwortung für menschliche Beziehungen herumzukommen. Bin ich denn gar nichts? Du lässt keinen einzigen positiven Zug an mir gelten. Schließlich arbeite ich hart, sorge für meine Frau und meine Kinder, führe ein anständiges Leben und diene meinem Vaterland. So schlecht kann ich doch nicht sein. Ich weiß, dass du ein anständiges, solides, fleißiges Wesen bist, wie eine Biene oder Ameise. Ich habe lediglich den kleinen Mann in dir enthüllt, der dein Leben zugrunde richtet, und zwar schon seit Jahrtausenden. Du bist groß, kleiner Mann. Wenn du nicht klein und borniert bist. Deine Größe, kleiner Mann, ist die einzige Hoffnung, die übrig geblieben ist. Du bist groß,
wenn du deinen Beruf liebevoll ausübst, wenn du Freude hast am Schnitzen, Bauen, Malen, Dekorieren und Sehen, wenn du dich an dem blauen Himmel erfreust und dem Reh, dem Tau, der Musik und dem Tanz, an deinen heranwachsenden Kindern und dem herrlichen Körper deiner Frau oder deines Mannes, wenn du ins Planetarium gehst, um den Himmel verstehen zu lernen, oder in die Bücherei, um zu lesen, was andere Männer und Frauen über das Leben denken. Du bist groß, wenn du als Großvater dein Enkelkind auf deinen Knien hältst und ihm von längst vergangenen Zeiten berichtest, wenn du mit seiner vertrauensvollen kindlichen Neugier in eine ungewisse Zukunft blickst, wenn du als Mutter dein neugeborenes Kind mit Tränen in den Augen in den Schlaf wiegst, wenn du aus ganzem Herzen auf sein zukünftiges Glück hoffst, wenn du während jeder Stunde des Jahres diese Zukunft in ihm aufbaust. Du bist groß, kleiner Mann, wenn du die guten alten Volksweisen singst oder wenn du zum Klang eines Akkordeons tanzt. Denn die Volkslieder sind warm und besänftigend und überall auf der Welt die gleichen. Und du bist groß, wenn du zu deinem Freund sagst: Ich danke meinem Schicksal, dass es mir gegeben war, mein Leben frei von Schmutz und Gier zu leben, das Heranwachsen meiner Kinder zu erfahren, ihr erstes Geplappere, ihr erstes Greifen nach etwas, ihre Gehversuche, ihr Spiel, ihre ersten Fragen, ihr Lachen und Lieben, dass ich mir mein ganzes Gefühl für den Frühling bewahrte, mit seinen milden Winden, für das Murmeln des Baches, der am Haus vorbeifließt, und dem Gesang der Vögel in den Wäldern. Dass ich nicht teil hatte am Klatsch bösartiger Nachbarn, dass ich in den Armen meines Gatten glücklich war und den Strom des Lebens in meinem Körper fühlen konnte, dass ich in wirren Zeiten meinen Richtungssinn nicht verlor und dass mein Leben einen Sinn hatte. Denn ich habe immer auf meine innere Stimme gehört, die sagte, nur eins zählt, dass man sein Leben angenehm und glücklich lebt. Folge der Stimme deines Herzens, selbst wenn sie dich vom Pfad furchtsamer Seelen fortführt. Werde nicht hart und verbittert, selbst wenn dich das Leben manchmal quält. Und wenn ich in der Abendstille nach getaner Arbeit auf der Wiese vor meinem Haus mit meiner Frau oder meinem Kind sitze und den Atem der Natur verspüre, höre ich eine Melodie, die Melodie der Zukunft. Seid umschlungen, Millionen, diesen Kuss der ganzen Welt. Dann wünsche ich glühend, dieses Leben würde lernen, auf seinen Rechten zu beharren, verhärtete und furchtsame Seelen zu verwandeln, welche die Kanonen dröhnen lassen. Sie tun es nur, weil ihnen das Leben entwichen ist. Und ich umarme meinen kleinen Sohn, der mich fragt: Vater, die Sonne ist untergegangen. Wohin ist sie verschwunden? Wird sie bald zurückkommen? Und ich werde ihm sagen: Ja, mein Sohn, sie wird bald zurück sein, um uns zu wärmen. Ich bin am Ende meines Gesprächs mit dir angelangt, kleiner Mann. Es gibt noch so viele Dinge, die ich dir erzählen könnte. Doch wenn du dieses Gespräch aufmerksam und ehrlich gelesen hast, wirst du dich sogar in den Bereichen, die ich dir nicht gezeigt habe, als den kleinen Mann sehen. Denn es ist immer dieselbe Eigenschaft, die alle deine bornierten Handlungen und Gedanken durchzieht. Was du auch mit mir gemacht hast oder in der Zukunft machen wirst, ob du mich nun als Genie in den Himmel hebst oder mich in eine Heilanstalt steckst, ob du mich als deinen Retter anbietest oder als Spion aufhängst, früher oder später wird dich die Notwendigkeit dazu zwingen, einzusehen, dass ich die Gesetze des Lebens entdeckt und dir das Handwerkszeug gegeben habe, damit du damit dein Leben meistern kannst, mit einem bewussten Ziel, wo du vorher nur in der Lage warst, Maschinen zu beherrschen. Ich bin ein treuer Ingenieur deines Organismus gewesen. Deine Enkel werden in meine Fußstapfen treten
und gute Ingenieure der menschlichen Natur sein. Ich habe dir den unendlich weiten Bereich des Lebens in dir erschlossen, den deiner kosmischen Natur. Das ist mein großer Verdienst, mein großes Verdienst. Die Diktatoren und Tyrannen, die Schlauberger und Giftschlangen, die Mistkäfer und Kojoten werden erleiden, was ihnen ein betagter Weiser einst prophezeite. Ich legte den Samen heiliger Worte in diese Welt. Wenn lange schon der Palmenbaum verdürrt, der Stein zerfallen, wenn lange schon der Herrscherglanz davongeweht gleich welken Blättern, durch jede Flut 4000 Archen werden tragen mein Wort. Es wird bestehen.